herzlich willkommen zu Tag 12. Nee, ja doch, 12 vom Vlogmas. Heute ist nämlich der 11. Das verwirrt mich irgendwie immer. Aber heute ist der 11. Dezember. Und die Tür ist gerade offen, nicht mehr zu machen. Ja, die ist immer zu. Also es ist ungefähr 7 Uhr morgens und ich habe gerade schon ein Geschenk eingepackt. Der Vivi hier bei uns in der Schule und ich habe es gerade fertig gemacht. Und habe die drei Sachen, die ich habe, eingepackt. Und natürlich jetzt hier. Und deswegen bin ich heute ein bisschen später dran, da ich es noch einpacken musste. Aber heute werde ich jetzt die 11. Türchen auspacken. Als erstes haben wir das hier von meiner besten Freundin. Und das ist wieder so Papier. Deswegen denke ich mal, dass es etwas selbstgemachtes ist. Aber ja, let's see. Und zwar haben wir heute wieder Sticker drin wahrscheinlich. Ja genau, es sind wieder Sticker. Ja genau, es sind wieder Sticker drin. Ich habe die ja schon vor einigen Tagen Sticker drin gehabt. Mit so kleinen Insidern drauf von uns. Und diese sind heute wieder drin. Sehr cool. Und jetzt auch schon wieder zu diesem Türchen hier von meiner Mutter. Und da sind koreanische Sprichwörter drin. Und wir werden erstmal gucken, ob ich das Ganze übersetzen kann. Wir nehmen jetzt mal das hier zum Abdecken. Samnyeon heißt drei Jahre. Also nach drei Jahren irgendwas. Keine Ahnung, was gerade ist. Und der Fokus geht schon wieder nicht. Das ist ja nervig. Ja, und so steht hier drauf. Nach drei Jahren in der Schule kann auch der Hund Chinesisch. Und es passt irgendwie voll gut zu den Themen, die ich letzte Zeit so angesprochen habe, zum Thema Schule und Noten und Ehrgeiz und alles. Ja, schöner Spruch. Ich lege es mir hier hin. Und heute ist, wie ich auch gerade schon gesagt habe, glaube ich, Freitag. Und ich werde heute eine Deutschklassenarbeit schreiben und ich habe nichts gelernt. Absolut nichts gelernt zu Hause. Aber ich glaube, da kann man generell nicht so viel lernen. Also ich finde im Deutsch ist immer schwierig zu lernen, wenn man halt so Texte schreiben muss. Deswegen lerne ich eigentlich fast nie was zu Hause für Deutsch. Ich hatte in der letzten Arbeit halt eine 1, deswegen, ja, mal gucken. Aber ich habe erst noch... Oh Gott. Ich kriege immer so einen Herzinfarkt bei meinen Weckern. Irgendwie muss ich mir einen anderen Weckerton machen. Ja, also ich habe erst noch Geschichte, 2 Stunden, dann 2 Stunden Deutsch und dann 2 Stunden Englisch. Und dann komme ich nach Hause und dann war es das mit der Schule heute. Ich schneide jetzt gerade den neuen Vlog für morgen. Und zwar habe ich im letzten Vlog meine Wunschliste mit euch geteilt. Und ihr seht hier schon die ganzen Dinger, die ich eingeblendet habe. Also die Bilder von den Sachen. Das sind jetzt alles nur Bücher. Wenn man ranzoomt, sieht man es dann nochmal besser. Ja, genau. Und ich hole mir gerade nochmal den Vlog an für gestern, da ich ihn ja gleich hochlade. Und da habe ich erzählt, dass ich heute eine Deutscharbeit schreibe, für die ich nichts gelernt habe, beziehungsweise nichts lernen wollte, weil ich dachte, dass ich sowieso nichts lernen kann. Und ich glaube, das Ganze hat sich jetzt auch für wahr rausgestellt, denn ich habe wirklich überhaupt nichts gelernt. Und die Arbeit war heute eigentlich mega gut. Also ich bin voll zufrieden und voll stolz, weil die Arbeit eigentlich echt gut war und ich halt nichts dafür gelernt habe. Und ich glaube auch, wenn ich gestern noch gelernt hätte, hätte mich das Ganze nur verwirrt und noch mehr unsicher gemacht, also noch unsicherer gemacht. Und deswegen, ja, war das eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass ich euch jetzt irgendwie anstifte, nicht zu lernen oder so. Das war jetzt nur in meiner Situation so. Also vergesst nicht zu lernen. Ja. Hallöchen. Ich habe immer das Gefühl, dass Freitag immer sehr entspannt sind, weil ich da sehr wenig mache. Und zwar mache ich jetzt ein Escape-Spiel mit meiner Familie zusammen, also mit meiner Tante und mit meinem Onkel zusammen. Und wir telefonieren jetzt und machen dabei ein Escape-Spiel. Yeah. Alle bereit? Ja. Geht los. Steht hier auch drauf von mir. Und natürlich möchte ich heute auch wieder eine neue Person grüßen. Und zwar grüße ich heute Veronika. Hallo Veronika, ich hoffe, es geht dir gut und du hast einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zugucken. Oh, wir waren noch voll gut eigentlich. Wir hätten noch 6 Minuten Zeit gelassen. Ja. Wir hatten nur einen Hinweis. Ja. Okay, hi Leute und guten Morgen. Ist mittlerweile schon der nächste Tag, so das ist der 12. Und ich möchte gar nicht so viel zu dem heutigen Tag sagen oder so, weil das Ganze ja am morgigen Vlog kommt. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich gestern nicht so viel mitgefilmt. Und deswegen möchte ich heute noch etwas für den Vlog sagen, damit ich euch noch ein bisschen Value geben kann, auch in diesem Video. Und zwar haben sich einige von mir gewünscht, dass ich mal meine Time-Tracking-Kategorien zeige. Denn wie ihr vielleicht wisst, betreibe ich oder mache ich Time-Tracking. Also ich tracke meine Zeit und das mache ich eigentlich immer. Und am Ende der Woche bzw. Ende des Monats werde ich das Ganze ausgucken, wo ich wie viel Zeit reingesteckt habe. Und dazu habe ich verschiedene Kategorien hier auf meinem Handy, die ich dann immer anklicke und dann läuft der Timer in dieser Kategorie weiter. Und ich habe einige Fragen bekommen, was für Kategorien ich denn tracke. Und ich dachte mir, ich zeige das heute einfach mal. Und gebe euch mal so ein kleines Update auch zu meiner Time-Tracking-Gewohnheit und Routine und wie ich das Ganze mache, zu der ganzen Methode. Denn ich habe ja
vor einigen Monaten ein Video dazu gemacht und habe erzählt, dass ich da auch Time-Tracking mache. Und dann hatte ich diese ganzen Unterkategorien. Das heißt, hier sind diese Oberkategorien. Und wenn man draufklickt, dann sieht man halt doch diese kleinen Unterkategorien. Zum Beispiel jetzt bei Schule habe ich am Unterricht teilnehmen, Hausaufgaben machen und lernen. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich das nicht mehr mache, also in diesen kleinen Kategorien tracke, sondern dass ich nur die Oberkategorien tracke. Einfach aus dem Grund, da ich das eh nicht in meine Wertung mit einbeziehe. Also ich gucke sowieso immer nur auf die Main-Kategorien und nie auf diese Unterkategorien. Und deswegen war es total unnötig und zweitens hat es extrem viel Zeit gebraucht, dass ich immer auf die App raufgehe, das anklicke, dann überlege, was von dem mache ich jetzt wirklich. Und deswegen fand ich das einfach ein bisschen unnötig und irrelevant. Deswegen mache ich jetzt nur diese Oberkategorien. Trotzdem habe ich aber die ganzen Unterkategorien noch drauf. Und ich habe euch ja, glaube ich, auch schon in dem Video vor einigen Monaten erzählt, was ich für Kategorien tracke. Aber die ganzen Sachen haben sich ein bisschen verändert und deswegen kommt jetzt hier die abgedatete Version. Als allererstes tracke ich den Bereich Schule und da hatte ich vorhin, wie auch schon gesagt, davor eigentlich im Unterricht Hausaufgaben und Lernen, mache jetzt aber nur noch die Kategorie Schule. Dann habe ich die Kategorie Essen und hatte davor Kochen und Essen, hatte ich sogar noch bei Essen eine Unterkategorie mit Frühstück, Mittag, Abend und Snack. Aber das war alles irgendwie viel zu komplex und irgendwie das braucht man sowieso nicht, also ich brauche es zumindest nicht. Dann habe ich eine Kategorie Hygiene und da kommt dann sowas rein wie Duschen, Baden, Zähne putzen, Schminken, Haare, Bürsten und so weiter. Alles, was mit so Hygiene zu tun hat. Ja. Dann habe ich die Kategorie Exercise, also Sport. Dann habe ich die Kategorie Cleaning und Organization, also Aufräumen, Organisation. Und damit meine ich halt vor allem, wenn ich in meinem Zimmer irgendwas rumräume, aufräume, mein Bett mache, meine Tasche packe, ist auch Organisation. Ja, genau, das ist so das alles. Dann habe ich die Kategorie Business. Da habe ich die Unterkategorien YouTube, Instagram, Marketing, Business Calls, Administration. Und da habe ich bei YouTube als Unterkategorie Video aufnehmen, Video schneiden, SEO, also Search Engine Optimization. Und bei Instagram habe ich Engagement, Instagram Post, Instagram Story, Instagram Reels. Aber wie gesagt, das Ganze ist viel zu komplex und ich benutze jetzt sowieso nur die Oberkategorie. Aber ich dachte, ich erzähle euch das trotzdem mal. Mein nächster Punkt ist Life Admin, also Life Administration, Lebensverwaltung würde ich das, glaube ich, nennen. Und ich finde irgendwie, es gibt kein schönes Wort dafür für Life Administration. Aber ich meine damit Dinge wie zum Beispiel, wenn ich etwas plane in meinem Leben, sei es jetzt mein Vision Board mache, sei es jetzt meine Sonntagsroutine mache, Monthly Routine mache oder anderes plane und sowas alles, also was mit so Verwaltung und Organisation in meinem Leben zu tun hat. Dann habe ich die Kategorie Personal Development, also Persönlichkeitsentwicklung und da tracke ich so Sachen wie Koreanisch lernen, wie lesen, Podcasts hören, an anderen Workshops teilnehmen und sowas alles. Dann habe ich Mindfulness, also Achtsamkeit und da tracke ich also Sachen wie Tagebuch schreiben, meditieren oder andere achtsame und, ja, achtsame Praktiken. Dann habe ich die Kategorie Phone Time, also Handy Screen Time. Und da tracke ich Sachen wie Netflix gucken, YouTube gucken, auf Instagram oder auf TikTok sein. Habe ich jetzt hier jetzt unter Kategorie gemacht. Und ich finde es ganz cool, weil normalerweise gucken wir uns ja immer so die Screen Time auf dem Handy an, also wie viel Zeit wir hier laut unserem iPhone-Track-Dingens da haben. Und ich habe mich sehr gefreut, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich jetzt diese Phone-Kategorie habe, denn da kann ich halt wirklich tracken, was ich an meinem Handy bin, was schlechte Zeit ist oder was keine nützliche Zeit ist, denn zum Beispiel, wenn ich jetzt was für YouTube mache oder so, dann ist es ja sinnvoll für mein Leben. Und ich finde, wenn man so auf Screentime guckt, ist es mit etwas Schlechtem verbunden und man denkt, es ist schlecht, aber an sich sind ja nicht alle Sachen am Handy direkt schlecht. Ich muss viel für die Schule machen, viel für YouTube machen und so weiter. Und deswegen kann ich mit dieser Kategorie Phone Time mal gucken, was jetzt wirklich die schlechte Zeit, die ich reduzieren sollte. Genau. Die nächste Kategorie ist Social und natürlich die Zeit, wenn ich was mit meiner Familie oder mit meinen Freunden mache oder telefoniere oder mit ihnen schreibe oder rede und so weiter. Dann habe ich die Kategorie Self-Care und da checke ich Sachen wie zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe, wenn ich, ich habe hier Take a Nap, also Mittagsschlaf zum Beispiel mache, genau. Diese Kategorie ist Driving, aber ich glaube Driving lösche ich, weil ich benutze die Kategorie fast nie und da kann ich so Sachen machen wie halt, wenn ich irgendwo hinfahre, aber ich hatte das immer benutzt, wenn ich zum Beispiel zur Schule fahre und dann mache ich da Driving an, aber die Sache ist halt, dass ich, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, das als Exercise jetzt werte und sonst als Schule werte, weil das ist ja Zeit, die ich mit schulischen Aktivitäten verbringe, weil ich fahre dahin, um zur Schule zu fahren. Deswegen zählt es für mich momentan eher zur Schule. Wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, um irgendwie Besorgungen zu machen oder irgendwo in die Stadt fahre oder so, dann habe ich die nächste Kategorie Besorgungen, also Errands. Und dann habe ich noch die Kategorie Chores, also
Haushaltsaufgaben. Und die letzte Sache ist Kreativität. Und da tracke ich dann so Sachen wie, wenn ich schreibe, wenn ich Fotos bearbeite, wenn ich was bastel, wenn ich was male und diese ganzen kreativen Aufgaben. So, das waren jetzt erstmal meine ganzen Time-Tracking-Kategorien, die ich momentan track. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Time-Trackt und wenn ja, was für Kategorien ihr denn habt. Vielleicht können wir uns dann noch ein bisschen austauschen und das Ganze optimieren bei uns. Wäre bestimmt auch richtig cool. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken von dem Vlog heute. Ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wiedersehen, denn ich filme ja gerade schon den Vlog sozusagen, den ihr morgen seht. Und ich glaube, der wird ziemlich cool. Deswegen, ja, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.